Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Ganz Go und Kaniloni oder Kaniloni 2. Ich habe jetzt vom Prinzip, na gut, letzte Folge haben wir das schwer angefangen und haben uns ein bisschen durchgekämpft. Ich hatte jetzt eigentlich schon diese, schon mal eine halbe Stunde ist aufgenommen, das hatte ich auch gestreamt auf Twitch mal so ein bisschen als Test wieder mal. Wo ich mal da meine Aufnahme angeguckt hatte, war die ziemlich, ruckelig gewesen, also weiß ich warum. Hat auch ziemlich wenig Speicher gehabt, also Speicherplatz verbraucht. Ich muss nachsehen, ich werde mal beide dann mal erst später rendern und sehen, woran das liegt, ob da irgendwas rumgespannt, keine Ahnung, weil die anderen Folgen, die ich von anderen Spiel aufgenommen, die waren immer normal gewesen, dass da nichts geruckelt hat. Keine Ahnung, was da war. Ob da irgendwas falsch eingestellt wird, weil sonst hatte ich mit dem neuen Rechner hier noch nie gestreamt und gleichzeitig aufgenommen, da hatte ich irgendwie das nicht so gemacht. Vielleicht war da irgendwas gewesen, was ich falsch eingestellt habe, keine Ahnung. Weshalb ich jetzt eigentlich schon eine halbe Stunde gespielt habe, wo ich dementsprechend eigentlich jetzt schon weiter bin, als ihr jetzt eigentlich seht. Hat auch einen Vorteil, dass ich schon ein bisschen mehr weiß und mich wieder in die Steuerung eingewöhnt habe mit dieser Steuerung von dem Ding hier. Denn mich hat eins gehört, die mich jetzt am Anfang sehr selten dämlich angestellt teilweise. Ich mir, dass ich das jetzt nicht ganz so machen werde. Als Beispiel ist, den habe ich jetzt auch besser mitbekommen. Was ist hier den Molotow-Kerl ist. Und dann hatte ich auch in der Folge, die ich aufgenommen hatte, teilweise noch ein bisschen mehr nachgesehen, wie meine Einstellungen waren wegen Steuerung, also ist ja ganz gut, dass ich das nochmal so zusammen neu aufnehme. Und ich habe auch festgestellt, in dem Spiel gibt es Fallschaden, wenn du von zu hohen Höhen runterfällst, was es im ersten Spiel nicht gab, zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Das ist so. If God made it his right, it would be cannoli. Ja, das finde ich, dass ich schon ein bisschen besser zurechtkomme hier. So, dahin muss dann hoch, wo diese riesen Stapelkisten sind. Gut, wie ich das weiß, ich schon ein bisschen eher, wo ich hin muss, also gut. Wo ist da auch nochmal einer, der auf mich zugerannt kommt, der mich dann runtergeschmissen hat in Let's Play, wo ich den Fallschaden bekommen hatte. Endlich. Ja, den hasse ich, den Typ hier. So, ich muss mal da oben dann hin. Der ist der Enemy. Shut up to stop him. Ach ja, was haben die alle immer noch gegen die deutschen Soldaten? Come here, you. Es gab einige von den geilen Vögeln hier. Einige kommen sogar mit Mobiliar. Will wahrscheinlich mit mir einen trinken. Bett saufen. Das wird es wahrscheinlich sein. Guter Renntyp, sieht aber sehr ungemütlich aus, wie der da liegt. Sieht nicht sehr gesund aus. Naja, muss er wissen. Das ist nicht schlecht, dass man hier in dem Spiel. Ist das eigentlich Munition da oben? Nee. Dass man dem Spiel die Möglichkeit hat. Zack. Dass man auch so nach oben schießen kann, nach unten schießen kann. So, gleich kommt von rechts so ein Renner hier. Wir haben einen eigenen Typ umgebracht. Brennt. Ja, wie gesagt, jetzt merkt man, dass ich das schon mal gespielt hatte. Und halt schon, wie gesagt,
Ja, schon Vorwissen aber quasi. Also habe ich mich jetzt die Störung ein bisschen besser gewöhnt wieder, also. Ja, ist schon okay so. Sah der mit Molotov-Cocktails, der ganze Zeit wirft. Das ist doch so noch der Rennt wieder. Ja. So, na, ich wollte eigentlich die Waffe nur nachladen. So, der ist hinüber. Ja, ich mag das Spiel. Get that guy! Ist da aus der Wohnung rausgekommen? Also gut, die Polizisten. Was ja schon denn eben gesagt, eigentlich schon mal. Ich finde es schön, wie sie es hinten animiert haben. Dass man die Hintergründe hat. Also schon finde ich noch ein Stück weit besser gemacht, wie es im ersten Teil war. Das Auto werde ich jetzt nicht kaputt machen. Denn da fällt nämlich oben eine Decke runter, wo ich weiß, ob da einer dann stirbt. Also nicht jetzt ein Bösewicht, sondern ein normaler Einwohner hier. Das möchte ich nicht. Das Fass mache ich trotzdem kaputt. Joe, it's Vinny. Listen, I got half the friggin' town tailing me. You gotta get me the hell out of here, fast. Okay, stay put. Where are you? I'm not sure, but it looks like I'm in the lower east side of the city. Oh, man, that's not good. Not good at all. There's a police raid going on in that part of town. Too much heat to send a car over there right now. Come to the pilot bar next to the old airport. I'll meet you there. Don't get pinched, okay? Damn! Ab Unterhemd! Damn! Ah, da oben, den muss ich wegholen, da knallt bis uns ewig ab. Ich kann mir den Wolf schießen, das will ich nicht. Ja, der Vorteil, wenn man weiß, dass die jetzt kommen. Ja, das ist natürlich der Vorteil. Aha.
macht er. Hier oben gibt's noch was. Da war ich gar nicht gewesen das letzte Mal. Boah, was hab ich jetzt gefunden? Ah, Geheimgang, deswegen. Ich behalte die Waffe mal, ich weiß nicht, was man die noch braucht. Mach dich weg. Hau ab. Hau ab. Tja, hättest du mal lieber bis gewartet, hättest du in Rente gehen können. Oder in Pension. Kommt nicht gleich einer von denen. Genau, jetzt kam einer von links. Links, das wenn du es schon mal durchgespielt hast, bis hier in die Runde, da weißt du dann, oh ja, jetzt kommt das. Dass der Polizist, der sich wieder seine Keule poliert. Tja. Auch wenn es vielleicht lustiger Schein mag, sich mal die Keule zu polieren, ist nichts Verwerfliches. Nachladen. Oh, dann kann ich trotzdem treffen. Oh, wie explodiert hier eine Explosion und Tode. Ja. Tja. Ui. Blutiger Max Scharf ist runtergefallen von dem. Tja, warst du aber schuld. I'm gonna bust your chops, pal. Oder was er gesagt hat. Ich liebe das, diese Gewalt, diese Explosion. Und zack, Wumms. Ja, ich wollte eigentlich noch das Fass kaputt machen. Genug, das Wegsheft angeguckt. Ich glaube, der ist jetzt die Würde blöd, Mann. Hoffe ich mal. Der oben frisst noch seine Pizza. Ach, der ist auch doch. Ich dachte, der ist tot. Der überlebt auch alles mit seinem Holzkopf. Betonschädel hier. Nein, ich will das scheiß Ding nicht. Mach's halt so. Manchmal. Es ist schon besser wie eben, als ich schon mal wie gesagt abgenommen hatte. Ich will das, ich will die andere Pistole haben. Ha.
Dieses Mal nicht, Polizist. Dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Erstmal nach unten. So. Der muss dann später wieder hoch. Jetzt kommt gleich welche von oben runter. Die Klimaanlage muss ich in Not machen, wenn ich in die Küche komme. Mach den Schädel hoch. Ich zeige mich auch. Ich bin ehrenhaft, ja, Ehrenmann. Oh, guck mal, zwar hin, aber hier gibt's nichts. Hier ist halt nichts. Guten Kavanumas in Rabentyp. So, gleich kommt von uns ein Polizist an, die mir auf den Senkel gehen. Ja, da kommen sie. Nachladen. Wenn ich das Gas wegdrehe, kommen ja auch noch mal welche an. Das sind nämlich die Kellerkinder hier. Zurück in den Keller mit dir! Willst du mit der Knüppel machen, mit deiner Keule, ne? Come here, you! Come here, you! I think you're gonna need a band-aid for that. Ah, gut. Ja, wer schießt denn auf mich? Der Polizist. Du bist aber sehr fies gewesen, muss ich sagen. Kein Ehrenmann. What doesn't kill me? Better start running for his life. I didn't sign up for this. So, das heißt, er hat noch kaputt gemacht, aber jetzt keinen Sinn mehr hat er jetzt. Did it
So. You have dental insurance. Mir ist der Blöd unter den Ohren verbrannt. Das letzte Mal. Eine halbe Stunde. Diesmal nicht, schade. Hey, jetzt versteht da oben eigentlich auch so einer, der mal rennt. Auf dem Dach. Gut, im Auto diesmal nicht. Komisch. Sehr komisch. Get him out of here. Ui, das war alles sehr blutig gewesen. Ich muss die Tür kaputt schließen, kann ich nicht an. Position einfach die Kelle mal runterdrehen. So, und das war eigentlich auch das, wo ich das letzte Mal gewesen bin, wo ich dann aufgehört habe. Als ich hier in den Girls gegangen bin. Ach, bis kommt 10 Minuten schneller wie beim letzten Mal. Können wir noch ein bisschen weitermachen, würde ich sagen. Oh, ich komme hier nicht rein. Jetzt weiß ich ja nicht mehr, wie es weitergeht, als es. Habe ich keinen Vorlauf mehr, sag ich mal. Ich auch wieder sozusagen, was sagt ein Blind Let's Play? Was ist denn, manche sich gerne noch hinschreiben? Der Wolf guckt sich wieder noch sein Wegsheft an. Du hast ihn bei seinen erotischen Abenteuern gestört. Polizist ist nicht schön. Sowas macht man nicht. Nicht ehrenhaft. Ist doch zu spät, aber egal. Ah, ich musste das machen, wenn ich hier runterkomme. Ah. Klar macht das Sinn, sonst komme ich ja nicht da runter, da ist ja das Feuer. Der ist tot unten. Das ist mal irgendwo ein Gangster. Nee. Feuer! Löschet das Feuer! Mach dich weg, du Sau. Ich sag, ich bin so böse, aber. Ja, du wirst mich nicht angreifen da unten. Mit deinem Mülleimer. Das brennt ja nicht mehr mit dem unbedingt, weil das Wasser langsam weg ist. Das Feuer.
Tja, die können auch als Teil des Bildschirms auf dich schießen, wie man sieht. Hallo, Mädels. Hey, ich will da nicht rein. Ach, hier gleich die Kostladung gewesen. Weg. Weg. Na, schieß da. Ich schieß einfach. Ich habe ja was getroffen. Der hat mich getötet. Yeah. Die Geräusche, die sie machen. Das ist ein Polizist. The World Famous Club. Oder Club. Danger, keep off this roof. Könnte ich aufs Dach gehen. Na, jetzt war ein Kopfloch besser unten gelassen, Jüngchen. Jetzt hab ich Munition, hab ich in Ordnung sagen. Na, komm, nehmen wir das Ding mal. Muss ich da runter? Ja. Was, Amerika great again? Bist du Donald Trump oder was? Na gut, dass er nicht mehr Präsident. So, mal sehen. Also von dort treffen, das macht Sinn. Na, ich wollte jetzt eigentlich das, aber ich mach mal klotzen nicht so ganz. Ah, das hat geklappt. Schauen wir dann da oben lang, wie es aussieht, oder? So, ich mach erstmal die Kerle lieber alle weg hier. Mehr Sinn. Jetzt bin ich der, der hier eingesperrt ist. Ich schieß einfach mal, war los. Gas da oben weg. Was kommt dort wieder welche? Und natürlich auch hier. Ist doch so ein Renner da oben. Get
Na, der Polizist geht. Ach, der will zu mir wahrscheinlich. Ich sag, ich dachte, er geht weg, weil der Renner da oben ist. Are you guys having as much fun as I am? Oh, das ist eine Schrotflinte in der Knarre. In der Knarre, in der Karre. Ah, der ist tot, der Renner da oben, liegt da. Na, das ist gut so. Die Polizisten haben sich gut um ihn gekümmert. Na, jetzt. Old Airfield. What's going on out there? Why is every wise guy in the city trying to get me? I thought everything was squared out with the other families at the last sit down. It seems there's some new gangster in town, calls himself the Dark Don. Nobody knows who he is, but he's got every wise guy in the city in his pocket. Word on the street is he's got a particular interest in you. That's so. Well, I don't like getting chased around town like a friggin' dog. Where's this guy's hideout? I'll pay him a little visit. Teach him some freaking manners. That's the weird part, Vinny. Everything indicates this Dark Don is running his show straight out of Thug Town. What? Yeah, I kid you not. This guy on the force told me they reported an unusual amount of activity there lately for a ghost town. My best guess is you'll find your answers there. I hope I never have to set foot in that freaking hellhole again. If that's the way it's gotta be, then so be it. So, und an der Stelle würde ich sagen, beende ich erstmal die Folge. Von der Zeit passt das jetzt. Jetzt sind wir alles wieder in Tucktown oder wie das Kaff da heißt, diese Stadt. Geht mir mit großen Mauern drumherum gebaut, damit keiner rein und keiner rauskommt. Was würde ich sagen, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Und ich sehe mal gleich nach, ob diese Folge, im Gegensatz zur letzten Folge auch, normal ist oder ob die auch so ein bisschen zu ruckelig ist. Wie gesagt, bei letzter hatte ich halt den Stream und Aufnahme gehabt. Was aber beim alten PC, den ich vorher hatte, also, den ich davor den PC nicht Problem war, wenn ich das mal so gemacht hätte. Bei dem, denke ich, habe ich wahrscheinlich mal irgendwas eine falsche Einstellung gemacht. Vielleicht mit einem Codierer oder so, keine Ahnung, dass ich wahrscheinlich eine falsche Einstellung gemacht habe und deswegen irgendwas rumgespannt, keine Ahnung. Naja, werde ich hier dann sehen. Also, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos oder in der nächsten Folge. Werdet mit deinen Takt dann eintreten und den dunklen Don suchen. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.